Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Transportfieber. Letzte Folge neue Map gestartet. Ich konnte ja, wie gesagt, wie schon erwähnt, den alten Spielstand nicht mehr retten. Und von daher mussten wir notgedrungen neu anfangen. Muss aber nicht unbedingt zum Nachteil sein, wie ich schon erwähnt habe, denn auch da können wir natürlich unseren Fauxpas des letzten Spielstandes ein bisschen ausbessern. Und ich würde mich diese Folge halt wirklich gerne um innerstädtischen Verkehr in Schwerin kümmern und eventuell sogar schon die erste Zuglinie anbinden. Deshalb bauen wir jetzt einfach mal unseren ersten Bahnhof hier mit hin und gucken, was wir daraus sozusagen machen können. Versuche das Ganze natürlich so zu bauen, dass wir trotzdem die Möglichkeit haben, dass die Stadt sich noch ein bisschen weiterentwickelt und weiter ausbaut. Also dann halt auch so, dass jetzt hier am Bahnhof nicht quasi Schluss ist, sondern dass die Straße hier noch so ein bisschen, so ein ganz kleines Stück weiter mit rausrutscht, eventuell. Und dann legen wir mal richtig los. Hier hinten würde sich das ganz gut anbieten, hätten wir ein Wendeschleifchen für den hinteren Bereich hier, denn hier würde die einfach auf der Straße drehen und wieder zurückfahren. Die Busse, das sieht nicht ganz so klasse aus. Und natürlich die Bushaltestellen. Und da werden wir diesmal richtig zuschlagen, ja. Oh, ich schließe mal die Straße. Huch! Entschuldigung! Entschuldigung! Ach, halb so wild, die bauen einfach neu! So. Bushaltestelle. Können ja im Nachhinein dann immer noch welche hinzufügen. Das soll nicht das Problem sein. So, dann da hinten. So. Geht's hier richtig zur Sache. Hier rum und wieder zurück. Ah. Platziere die mal hier vorne hin. Sonst nehmen die den Bogen nicht mit und fahren hier vorne lang. Sieht nicht schön aus. Farbe gefällt mir schon mal gar nicht. Das ist mir zu viel grün. Mal wieder. In einer anderen Stadt vielleicht. Hallo? Danke. Und das ist unsere Linie 1 in Schwerin als Bus. Ich würde hier gern mit mehreren Bussen arbeiten. Vor allem mit mehreren Buslinien. Quasi das versuchen, was wir in Train Fever sozusagen immer verpennt haben, mit mehreren Linien zu arbeiten. Ich glaube, ganz zum Schluss hatten wir es mal irgendwann hingekriegt. Und auch hier haben wir natürlich erstmal an zwei Haltestellen eine Vierfachbedienung, weil sie natürlich auf dem Weg liegt. Quasi von unseren Wegen hier. Dass die halt viermal gekreuzt werden. Aber auch das dürften wir überleben. So, dann natürlich ein Fahrzeugdepot. So. Und dann hatten wir letzte Folge bereits den Postbus bekommen. Dieser, machen wir mal 8 Stück. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sollte für einen Anfang, denke ich mal, doch reichen. Busse sind ja noch nicht allzu schnell mit 25 km/h. Und dann gucken wir mal, wie schnell sich hier innerstädtischer Verkehr bildet. Und davon abhängig machen wir dann sozusagen die Einrichtung der ersten Zuglinie. Wäre jetzt mal so mein Vorschlag. So, da die Folge ja schon aufgenommen wurde, bevor ihr da die Kommentare bezüglich Spielgeschwindigkeit schreiben könnt, ich werde sie trotzdem lesen,
aber ich wechsle jetzt erstmal so lange, bis ich von euch die Rückmeldung habe zwischen doppelter Geschwindigkeit und der normalen Spielgeschwindigkeit so ein bisschen hin und her, dass wir da eventuell so einen leichten Kompromiss erstmal bis dahin haben, dass wir ein bisschen vorwärts, ein bisschen schneller vorwärts kommen und andererseits dann natürlich sich das Ganze nicht so lang hinzieht, wie es normalerweise der Fall wäre, da ich ja, wie schon erwähnt, ein Genussmensch bin und das Ganze immer auf normaler Spielgeschwindigkeit gerne spiele. Aber wie gesagt, zieht sich sonst alles etwas sehr in die Länge und wenn wir dann halt doch bauen oder etwas uns genauer angucken möchten, dann können wir ja immer noch auf die normale Spielgeschwindigkeit wechseln und dann dementsprechend so weitermachen. So, Güstrow bräuchte noch Baumaterial. Wir haben noch 7,69 Millionen, das ist nicht gerade wenig. Jetzt fährt er gerade wieder weg. Ich wollte gerne noch zwei Hänger ranhängen. Gucken wir uns dann an, wenn es soweit ist. Dazu muss er aber erstmal abladen. So. Güter wären hier hinten. Könnten wir quasi mit einem Kopfbahnhof anschließen. Wieso, weshalb, warum ich jetzt am Anfang, wie gesagt, erstmal auf Bahnhöfe zugreife, habe ich erklärt. Und ich denke mal, das dürfte als Erklärung auch für den Anfang erstmal... Oh, brauche ich auch noch den falschen Bahnhof. Dürfte als Erklärung, denke ich, für den Anfang auch erstmal reichen. Da muss ich jetzt, glaube ich, nicht noch ausschweifender werden. Das ist eigentlich... Ey! Ey! Finde ich nicht nett. Da bauen die mir die Straße zu. Ich hätte da gern einen Bahnhof und keine Straße. So. Güstrow und Baumaterial. Bräuchten wir hier ein drittes Gleis? Drei Gleise. Jetzt kann ich dich hier natürlich nicht. 141 nimmt jetzt die Hälfte etwa mit. Das dauert noch einen Moment, bis wir da die Hänger ranhängen können. Die brauchen wir nicht mehr. Und wenn ich dich jetzt quasi einmal aufrüste auf drei Gleise, anwenden. Ja doch, das ist vollkommen in Ordnung, das können wir machen. Alles tutet und schiebt und schiebt, schiebt und tut, tut und... Schon wieder viel zu viel Geräuschkulisse gerade auf den Kopfhörern. Komme ich hier hinten raus? Ich würde gerne, bevor sich das Ganze hier noch 20 Mal kreuzt... Oh, zieht er mir hier eine riesengroße Kurve. Ich meine, er wird ja hier am Ende sowieso langsamer. Können wir hier eigentlich theoretisch mit 52 km/h rausgehen? Mal gucken. Denn so verläuft das Ganze auch relativ gerade. Schon wieder bildet der hier Kuhlen. Ich krieg die Krise. Zack. Also da bin ich nur wirklich kein Freund von, wenn der hier Kuhlen bildet. Hier vorne. Total verplant. Auch nicht sonderlich hübsch. Naja, machen wir das so. Das muss funktionieren. So, Schienenbau kurz aus. Dich einmal ins Depot. Dann kaufen wir schon mal, damit wir die nur noch ranhängen brauchen, wie beim anderen Spiel auch. 7, die hier waren's. Ich hoffe, die Gesamtlänge reicht denn noch. Denn wir haben ja nur die gewisse Länge, die wir benutzen dürfen.
160 Meter, wenn es mich nicht waren. 160? 160? Müsste ich jetzt nachgucken, aber ich glaube, es waren 160. Das dürfte ja hoffentlich noch reichen. Fahr mal etwas schneller ins Depot, sonst ist die Linie zu lange unterbrochen. Das will ich nicht. Das will ich nicht. 139 Meter und wieder schwupp. So. Da fährt sie jetzt wieder los. Vorbei an unserem schönen Stellwerk. Passt da gut hin, finde ich. Ja, gerade weil wir hier auch so viele Gleise und Signale haben, passt das da recht gut hin. Das passt auch. Dann haben wir das nämlich auch angeschlossen und können quasi dann Güstrow ebenfalls damit verbinden. Das ist sehr schön. So, dann kann der jetzt transportieren. 84 Steine. Hier hinten 32 liegen da. Produktion 90, 88. Gut, die geht jetzt erstmal wieder runter. Ist normal, wir haben die Linie unterbrochen. Da muss sich das Ganze erst wieder anbinden, aber hier liegt ja noch ein bisschen Stein zur Verfügung. Und dann können wir sozusagen Güstrow mit Gütern versorgen. Der fährt hier schönartig mit seinen 35 hin und her. Und da stehen die ersten Passagiere. Haben wir das auch geschafft. Wunderbar. Dann fängt ja quasi jetzt der innerstädtische Verkehr ebenfalls an aufzublühen. Mal ganz kurz gleich nach der Frequenz gucken. Bei Gütern ist das immer nicht ganz so schlimm, wenn die etwas höher ist. Aber hier 123 Sekunden. Das dürfte für den Anfang völlig reichen. Es sei denn, die verschlechtert sich noch. Da gucken wir dann bei Gelegenheit immer hin und wieder mal rein. Gucken, wie sich die Frequenz entwickelt. Und wird die Frequenz zu schlecht, dann schicken wir halt einfach noch einen Bus rauf. Kriegen wir auch hin. Machen wir alles schon. So, Linienbenutzung ist wieder da. Das ist schön. Dann kaufen wir mal wieder einen Zug. Wie lang ist die Strecke? km/h, kostet aber auch gleich 2,5 Millionen, ebenfalls 100, 1,73 Millionen, Zugkraft 100 Kilo und 120, oder wir nehmen nochmal die mit 75, das dürfte eventuell für den Anfang auch reichen, müssten wir die hier nur irgendwie bei Gelegenheit mal benutzen für unseren Steinverkehr. So, wir bleiben erstmal bei der, hängen wieder unsere Rungenwagen ran, 1, 2, 3, 4, 5. Wir brauchen noch eine Linie. Ich gehe mal kurz auf Pause, sonst entstehen uns da wieder unnötig Kosten. Gelb haben wir, grün haben wir, dann nehmen wir jetzt einmal orange. Und das wäre Baumaterial für Güstrow. Und auch hier wieder Haltestellen. Einmal hier, einmal da. Dann haben wir quasi die nächste Linie. Und jetzt weisen wir dich auch der dementsprechenden Linie zu. Und lassen das Ganze wieder laufen. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Quasi drei Linien, die den Bahnhof bedienen.
Und eine vierte soll nach Möglichkeit natürlich noch hinzukommen für Magdeburg. Denn auch Magdeburg soll natürlich mit Baumaterial versorgt werden, damit die Stadt fleißig wachsen kann. Das ist die Hauptsache, Städtewachstum. Mehr Einnahmen. Geld, 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 Geld. Wenn ich die Straße hier hinten schließe. So. Fällst du dann ins Einzuggebiet mit rein oder nicht? Nö. Das heißt, den Industriezweig hier hinten müssen wir bei Gelegenheit noch mit LKWs verstärken. Aber auch das dürfte möglich sein. Gucken wir dann. Du fährst jetzt natürlich noch leer. Du hast keine Anbindung. Du bist ja auch gerade erst neu eingerichtet. Wird aber auch demnächst passieren. Das flutscht doch diesmal richtig. So habe ich mir das eigentlich beim ersten Spielstand schon vorgestellt. So, die macht jetzt natürlich kurzzeitig Minus, das ist klar. Denn wir haben die Verbindung unterbrochen. Und da läuft das nicht ganz so gut, wird aber wieder besser laufen, denn er hat schon wieder 74 von 84 Stein. Das wird schon, das läuft. So, Schwerin hat erste Anbindung und damit sind wir bei 9% Linienbenutzung. Das ist nicht gut, nicht gut. Jedenfalls nicht so gut, wie ich es mir erhofft hatte. Naja. Güstrow können wir dann bei Gelegenheit demnächst irgendwann mal auch mit anbinden. Da haben wir ja ebenfalls Zeit und Platz und ja, all Mögliches, was wir tun können. Und da kommt das erste Baumaterial für Güstrow. So muss das sein. Ratzifatzi geht das. So. Die Stadt hier benennen wir mal um. Ist das so unmögliche Namen? Düsseldorf. Also sollten euch noch irgendwie so viele letzten Städte ein paar Namen einfallen, auch dies könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und ein paar Städte sind ja noch zur Verfügung und dann bringe ich eure Stadt hier quasi auch mit ein, die ihr vorschlagt. Das ist kein Problem. So viele sind es ja bis jetzt noch nicht, die wir umbenannt haben. Das kriegen wir alles schon hin. So, Personenverkehr läuft. Ist zwar nicht so gefragt im Moment, aber das kann sich eventuell noch ändern. 122 Sekunden. Das läuft relativ gut. Die Baumaterialien für Schwerin, die sind gerade leicht ins Minus gerutscht, wie man hier sehen kann. Sollten wir bei Gelegenheit vielleicht auch nochmal einen Hänger mit ranhängen, kriegen wir alles schon hin. Aber im Moment teilt sich das anscheinend so ein bisschen auf. Baumaterial Schwerin 20, Güstrow 9. Naja, wird der Steinverbrauch natürlich steigen. Aber er fährt mit vollen 35 Gütern, das ist die Hauptsache. Was bleibt sonst noch so? Natürlich können wir auch hier erstmal nur beschränkt aufbauen und ausbauen und umbauen. Geht natürlich am Anfang auch hier erstmal alles nur beschränkt, denn die Linien, ja, die müssen warm laufen. Das ist so. Sonst generieren wir keine Einnahmen und das ist nicht gut. Ohne Einnahmen gibt es natürlich kein Geld. Oh, da würde sogar noch ein Hänger ranpassen. Oh, 1,13 Millionen Einnahme nur für das bisschen Stein, was er hier abliefert. Wahnsinn. Das war eine schöne Zahl, eine sehr schöne Zahl, so sehe ich das gerne. Und du transportierst mittlerweile
11 von 35. Auch hier gibt es dann die ersten Einnahmen von unserer Linie nach Güstrow. So haben wir denn doch schon mal zwei Städte wenigstens per Güterverkehr miteinander verbunden. Das ist schon mal ein Anfang. Und Magdeburg fehlt dann natürlich noch. Das wäre dann das vierte Gleis nachher. Und das muss hier wahrscheinlich einmal quer rüber. Uff, das wird auch noch ein Kunststück. Kunststück. Dann werden ja noch mehr Signale. Oder ich muss das hier vorne... hier nochmal abzweigen lassen. Geht das? Ich versuche mal was. Okay, das funktioniert nicht. Aber das würde funktionieren. Und so oft müssen wir ans Depot eigentlich gar nicht ran. Wäre auf jeden Fall ein vielbeschäftigter Bahnhof mit ganz viel Gleiswirrwarr. Aber ich finde es halt gut, dass man jetzt wirklich jedes Gleis in jeder x-beliebigen Form übereinander legen kann. Habe ich sehr vermisst bei Train Fever. Rolle Tunnel hier. Der irgendwie immer noch nicht so ganz ins Zeitalter passt, aber halt doch recht gut aussieht. Und auch Schwerin wird dann natürlich irgendwann mit einem Zug an das Personennetz angeschlossen, wäre dann die erste Stadt, die mit einem Zug versorgt wird. Aber auch das machen wir nach und nach. Ich mache mal wieder ein bisschen schneller. So, dass wir einfach mal gucken, so ein bisschen was mit den Einnahmen so ein bisschen passiert und. Haben ja jede Menge zur Verfügung. Flugzeuge, außer Flugzeuge, die sind noch nicht verfügbar. Was haben wir hier noch so Schönes? Die Kirche habe ich auch ganz vergessen. Die kann ich ja jetzt zum Beispiel auch hier hinstellen. Das einfach so. Mal gucken. Kollision. Yay, Schwerin hat eine Kirche. Also schick sieht sie aus, aber ein bisschen mehr Grün hätte sie schon vertragen können. Hier so oben drauf vielleicht so ein bisschen Grün oder, weiß ich nicht, ein Bäumchen oder auf der einen Seite ein Friedhof, auf der einen Seite... Aber da kenne ich mich nicht auf. Ich weiß nicht, wie aufwendig das ist, da die Sachen für die dementsprechende Mod zu gestalten. Ist auch ein Bereich, auf den will ich mich nicht trauen, weil mir das Ganze dann doch ein bisschen zu komplex ist. Güstrow wird reichlich mit Baumaterial versorgt, 146.000. Stadt sagt, ich wachse, mittelmäßige Arbeitsplatzversorgung. Also Industrieversorgung, so rum. Arbeitsplatzversorgung, alles klar. Güstrow rutscht ins Plus und unsere Buslinie, na, da fehlt auch nicht mehr viel. Natürlich halt noch sehr wenig Personen, die drauf zugreifen. Mal kurz nach der Frequenz gucken. 120 Sekunden wird weniger. Dann dürften da dementsprechend auch bald mehr Personen drauf zugreifen. Steigt doch ein. Einsteigen! Dankeschön. Wahnsinn. So gut am Anfang hier reingerutscht in diesen Spielstand, finde ich sehr schön. So, die Misere aus dem ersten Spielstand fast vergessen.
Und in Güstrow boomt das Leben. Was sagt Schwerin? Geht's da genauso zur Sache? Jojo, auch hier reichlich Leute auf den Straßen. Müssen sie noch bauen. Ausbauen vor allem. Größer werden, wachsen. Mehr Gebäude. Mehr Einwohner. Wie sieht's denn aus? 218. Wächst langsam und stetig. Die Baumaterialversorgung ist halt sehr gut, das finde ich schön. Einkaufsmöglichkeiten müssen wir auf jeden Fall noch dran arbeiten. Und hier unten können wir wahrscheinlich auch noch so ein, zwei Sachen her transportieren. Das ist einmal Treibstoff, einmal Maschinen. Hätten wir denn was in der Nähe? Hier wären Waren. Wäre nur eine sehr lange Kette. Da hätten wir zum Beispiel das Holz. Aber dafür bräuchten wir Bäume. Die Bäume. Übersehe ich was? Oder wird aus Bäumen halt einfach Holz? Ne, hier unten sind die Baumstämme. Die Baumstämme. Hier werden die Maschinen und die Werkzeuge und Maschinen. Tatsache. Brauchen allerdings zwei Holz, ein Stahl, also zwei Bretter. Und das wäre eine sehr lange Strecke. Also es müsste über Magdeburg hier hochgehen und sich hier quasi aufteilen nach Schwerin und Güstrow. Hier hätten wir zum Beispiel Lebensmittel, also Getreide und Vieh, und bräuchten dafür einen weiterverarbeitenden, der ist hier, die Lebensmittelfabrik. Das wäre wiederum etwas einfacher. Könnten wir sogar Düsseldorf noch mit anschließen. So, fertig. Und Güstrow, Schwerin und Magdeburg ebenfalls. Sowie hier unten Berlin. Hätten wir ein paar mehr Anschlussmöglichkeiten. Gut, jetzt hier mit dem Baumaterial hier ein bisschen nach Berlin runter. Das ist natürlich eine viel zu übertriebene Strecke. Naja. So, was sagt denn hier der Personenverkehr? Eine Person. Eine Person. Da wartet auch eine. Und da wartet eine. Und da hinten wartet keiner. Muss noch ein bisschen anlaufen. Vielleicht ist auch noch... Nee, Takt wird immer besser. 118 Sekunden. Dann müssten doch da quasi dann auch mehr Leute drauf zugreifen, oder? Wenn der Takt immer besser wird... Kirche, sieht so komisch aus da. Ich meine, sie passt zwar rein ins Stadtbild, aber also wenn jetzt noch Häuser drumherum stehen würden, würde die vielleicht gar nicht mehr so extrem ins Auge stechen. Und dann würde das Grün wahrscheinlich auch nicht so extrem fehlen. Ich weiß es nicht. Schwer zu sagen. Müsste man gucken. 35 von 35, 5,37 Millionen. Und jetzt gibt es nochmal ordentlich 1,29 Millionen. Das ist schön. Was sagen denn die Finanzen? 1908. Wenig Ausgaben. Baukosten waren Pillepalle. Und dieses Jahr haben wir noch gar nichts gebaut. Und wir könnten quasi mal 500.000 zurückzahlen. So langsam. Aber sicher haben wir nochmal 500. Haben wir 1 Million abgezahlt. Haben wir jetzt noch 8 Millionen an Darlehen. Und das müssen wir auch noch verschwinden lassen. Sodass wir dann natürlich irgendwann auch wieder schuldenfrei hier durchs Spiel wandern und uns schuldenfrei durchs Spiel bewegen. Aber dafür bräuchten wir eventuell noch ein, zwei Einnahmequellen mehr. Und Güstrow wird wahrscheinlich die nächste Stadt sein, um die wir uns kümmern. Würde ich jetzt einfach mal so vorschlagen. Aber das sehen wir natürlich dann wieder in der nächsten Folge. Und deshalb sage ich einfach mal vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank, dass du wie immer fleißig einschaltest. Und ich hoffe, es war natürlich nicht so schlimm, dass wir jetzt einen neuen Spielstand angefangen haben, dadurch, dass ich den alten halt nicht retten konnte. Ich wollte es nicht so früh abbrechen. Und gucken wir mal, was sich hier entwickelt. Ich bin raus. Euer Klaus. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.